Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge. Ist mir neu, dass Wattleck jetzt so aussieht. Und Convergence, a League of Legends Story. Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Dann gehen wir mal durch hier. Mach das Ding kaputt. Das auch bitte. Ja, Zahnräder, immer gut. Was kommt jetzt wohl? Uiuiui. Hier ist echt einiges passiert. Ja, alles. Oh shit. Lukenbomber. Okay. Oh shit, was ist das denn? What the hell? Campunk Blaster, okay. Was auch immer das sein soll. Hier unten ist auch noch was. Na dann. Spring mal, sehr gut. Nummer eins. Aha. Ah, shit. Wieder eine Belohnung. 50 Zahnräder. Ja, das nehme ich aber auch gerne mit. Sehr, sehr gerne nehme ich das mit. Ah. Cool. Weiter geht's. Mach das kaputt. Hallo. Drei Zahnräder. Wow. Hier soll ich aber... Genau. Oh. Direkt in die Animation rein. Aha. Da geht's nicht lang. Ja, da ist Endstation. Das ist korrekt. Ach du Heiliger. What the fuck? Na komm. Shit. Mal den. Ja, okay. Shit. Der hat mich schon ein paar Mal erwischt, der Kollege, ha? Okay. Na komm. Pullen Bienennest. Ah ja. Aber ich habe noch mehr Gegner gefunden. Der Camp Tank Blaster, genau. Ne, rechts geht's eben nicht durch, ja, aber hier auch nicht. Diese Dinger können sich wohl bewegen, aber im Moment haben sie anscheinend keinen Strom. Echo, Echo, kannst du mich hören? Zukunftsecho? Wie machst du das? Ultraniedrigwellensynchronisation. Wenn man zwei Z-Antriebe kombiniert, kann allerhand passieren. Cool. Hey, ich komme hier nicht weiter. Weißt du, wie man die Sachen hier in Bewegung setzt? Ja, ich habe die Stromversorgung gefunden. Warte. Hat funktioniert. Danke. Kein Problem, Kleiner. Dann mal los in die Zerkleinerer. Ja, dann. Lass mal nach rechts gehen. Dann müsste das ja jetzt auch funktionieren, oder? Genau. Ach du Scheiße. Okay, da musst du schnell sein. Na komm. Das ist falsch, aber ich komm wieder. Ja, scheiße ist es. Dachte, da ist vielleicht irgendwas, was ich da noch mitnehmen kann oder so. Aber nee, war's nicht. Mal hier. Ah, eine Aufladung. Nutzen für 5 Zahnräder. Okay. Oder nicht. Ah, nee, das ist einfach eine Werkbank. Okay. Erzeugt nach dem Zurückspulen eine Z-Antrieb-Energiezelle. Erhöht die Anzahl der vom Gegner fallen gelassenen Zahnräder und die Reichweite des Magneten, der die Zahnräder anzieht. Aber Gegner haben mehr Leben und verursachen mehr Schaden. Der Zeitspuler zieht Gegner zu Echo, wenn er zu ihm zurückkehrt. Das ist natürlich cool. Zeitsprung verlangsamt alles außer Echo für kurze Zeit. Außerdem lädt sich die Zeitsprunganzeige mit der Zeit langsam wieder auf. Generiert mehrere Lebens- und Z-Antrieb-Energiezellen. Außerdem füllt sich die Zeitsprunganzeige schneller auf, wenn du Gegnern Schaden zufügst. Okay.
Ja, boah, dafür habe ich zu wenig. 3 Zahnräder fehlen mir hier. Und hier? Ich glaube, ich nehme das hier. Ja. Kann ich sonst noch was machen an der Werkbank? Nee. Okay, Geräte. Dann rüsten wir das hier mal aus. Es ist jetzt ausgerüstet. Ja, ja, ist ausgerüstet. Okay. Gut. Nein. Oh. Würde das hier hauen? Ja, guck mal. Hier wird es auch durchgehen, aber... wahrscheinlich nicht die Lösung, ha? Kaum zu glauben, dass das hier mal ein Kraftwerk war. Och, du wirst noch über viele Sachen überrascht sein in deinem Leben, mein Freund. Hoppala. Hä, wie mache ich das denn? Hm. Okay. Ah. How am I gonna do this? Keine Ahnung. Hoppala. Okay. Das funktioniert nicht. Schade war's. Er zahlt uns wie viel? Kommt auf die Menge an. Und du glaubst, er hält Wort? Das ist Sarkon Poindestre. Er hat gerade ein Vermögen geerbt. Sein Anzug ist wortwörtlich aus Gold. Und er will unbedingt diese orangenen Kristalle haben. Was glaubst du, wozu er sie braucht? Wer weiß. Ist doch egal. Wir sind hier drin wohl nicht die Einzigen, die hinter Syntixi her sind. Ja, das ist korrekt, mein Freund. Hoppala. Wir mal gucken, ob die auch... oh shit, ja, die werden aber ordentlich rangezogen, du. Ah. Scheiße. Naja. Egal. Ich habe immer noch 2 Leben. Frage ist, wie komme ich da hoch? Das geht halt nicht, ne? Warte mal. Nee, scheiße ist es. Nee, das geht nicht. Okay. Ich hab's probiert, aber es funktioniert nicht. Scheiße. Okay. Okay. Es wird langsam knappen. Ah, okay, jetzt ist wieder besser. Viel besser. Geh mal hier. Oh, shit. Wait a goddamn minute. Heilige Scheiße. Die Dinger gehen aber ab, du. Wait a minute, wait a minute. Wunderbares Wurfgeschoss. Siege 3 Gegner mit einem Zeitspulerwurf, okay? Fertig? Ja. Okay. Oh. Na komm. Aber wie komme ich da hin? Hä? Ah, so. Okay. Jetzt ist offen die Tür. Okay, dann hol dir die Belohnung. Wunderbare Sache. Was ist es? Kaleidosalz. Bring's zu Elifium Chroma. Machen wir doch. Müssen wir aber auf ein anderes Mal verschieben. Also jetzt erstmal hier alles noch erledigen. Let's go. Was mal sonst noch so. Okay. Was ist das? Ist das dieses... Oh, das ist also Syntixi? Auf jeden Fall kein alltäglicher Kristall. Oh, das kribbelt. Es kribbelt. Also jetzt, ich hab das,
ob das wirklich kribbeln muss. Oh shit. Dachte nicht, dass das Ding mich trifft. Yeah. Weg da. Lass mal hier hochgehen. Zahnräder ist gut. Das bringt mir rein gar nichts. Cool. Ja, dann gehen wir weiter. Bin ich gut oder bin ich gut? Mach den mal noch weg, da geht das ja. Ein Rostbengel. Das ist ja mal ein cooler Name, ha? Ein Rostbengel. Okay. Ich finde das Spiel richtig gut. Ich habe allerdings gesehen, wie lange es ungefähr dauert. Nur etwa 5 Stunden. Sag mal, hängt ihr hier immer rum? Echo an Zukunftsecho. Hörst du mich? Ich habe Syntixi gefunden. Aber ich komme wieder nicht weiter. Sind hier noch mehr Stromschalter? Dazu muss ich sagen, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich irgendwo eine andere. Wohl eine Sicherheitsmaßnahme aus der Zeit als Chemtech-Kraftwerk. Ich könnte sicher etwas erfinden, womit ich daran vorbeikomme. Dir erstmal danke. Ja, danke für was auch immer. Dann gehen wir mal hier nach unten. Was ist das? Ein Brief. Ein Lebewohl. Da hat's wohl einen erwischt vor der Explosion, ha? Wo sind diese Kristalle? Ja, weiß ich doch nicht. Woher soll ich das wissen? Mach die Dinger mal platt. Na gut. Oh, was kommt jetzt? Ah, ich dachte, es kommt irgendein Sprung oder so. Oh shit, der wäre aber sehr gut ausgewichen. Doch. Wunderbar. Oh fuck, den haben wir nicht gesehen. Egal. Da geht's nicht mehr hoch. Sehr gut. Hab ich Pech gehabt, ha? Wie die hier wohl früher Chemtech gemacht haben. Wir werden es sicher noch rausfinden, ne? Shit. Zum Glück kann man in dem Spiel die Zeit zurückspulen. Das ist halt nice, ne? Da musst du nicht jedes Mal sterben. So, du bist schon mal erledigt, das ist gut. Und du auch. Oh shit. Ja, Glück gehabt, ja. Oh, verdammt Glück gehabt. Zahnräder, sehr gut. Noch mehr. Und was kommt hier unten? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Das ist Privatbesitz. Du hast hier nichts verloren. Und du auch nicht. Tja, also. Sarkon bezahlt mich dafür, so neugierige Zwerge wie dich von hier fernzuhalten. Also Abmarsch. Was für Abmarsch? Gib dir jetzt dann gleich einen Abmarsch. Wigilnaut. Okay. Ja, das war wohl nix, hä? Oh, shit. Hoppala. Ja, lass mich mal schnell heilen, bitte. Wer hoch steigt, fällt tief. Pariere einen Angriff eines Endgegners. Okay. Hier, bitteschön. Ah, fuck. Ja, egal. Ich hab ihn. Das ist interessant. Ich frage mich... Das wird richtig cool. Eine neue Fähigkeit. Parallelkonvergenz.
Echo wirkt Parallelkonvergenz um die Zeitachse zu teilen, wodurch ein temporäres, kreisförmiges Feld erzeugt wird, das darin befindliche Gegner, Projektile oder mechanische Gegenstände verlangsamt. Für die Parallelkonvergenz wird Energie aus dem Z-Antrieb benötigt. Halte L1 zum Zielen gedrückt und lass die Taste dann los. Tippe L1, um die Fähigkeit schnell zu wirken. Sobald dein Feld aufgebaut ist, kannst du es mit der L1 wieder entfernen. Okay. Oh. Yeah. Das ist nice. Und dann? Wir drehen alles langsam, oder was? Keine Ahnung. Aber, schön langsam. Okay, ich kann da drin alles verlangsamen. Cool, da kann ich jetzt durch diese Räder, also Wind, oder Propeller, oder wie auch immer man den Dingern sagt, gehen. Cool. Da haben wir ja genug gemacht für heute. Dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.